Hallo und willkommen wieder zurück zu Crash Bandicoot The Watch of Cortex. Beim letzten Mal haben wir schließlich Level 12 Tsunami nochmal den Geheimpfad gemacht, weil wir den machen konnten, weil wir den hellblauen Edelstein im Besitz hatten. Würde ich mal meinen. Aber mal schauen, was uns jetzt in Droidenlehre erwartet. Wenn natürlich wieder uns das Licht wegfällt, wissen wir, was zu tun ist. Plugin Optimierung. Aber solange er nicht sagt, Codierer überlastet, ist ja alles gut. Dann kann es ja mal sein, dass es mal ein bisschen stockt. Deswegen bitte ich mal um Verständnis, wenn das soweit sein könnte. Und ja. Ah ja, ja. Nochmal hier schön zum Edelstein hin. Also zu der Plattform, die quasi noch verborgen war. Aber wir haben ja auch den lila Edelstein. Also denke ich, dass es uns möglich ist. Erstmal darüber. So. Ich liebe elektrisch geladene Decken. Und weg. So. Es geht erstmal in die untere Decke. Abspringen. Ja. Es wird wieder dunkel. Wir müssen Plugin-Settings ändern. Wir müssen Plugin ändern. Ich nehme jetzt mal das. Okay. Ja gut. Kann mich noch bewegen. Ich kann mich bewegen. Gut. Nicht wundern, wenn es jetzt bald wieder stocken könnte, weil ich habe jetzt einen härteren Plugin genommen. Der das Ganze aber dennoch ein bisschen stabiler macht. Oh Gott. Genau. Wo ziehe ich jetzt gerade hin? Okay. Oh Gott. So, wo ist jetzt diese Plattform hier? Wo ist sie? Ich muss erstmal wieder ein bisschen hier durchrennen. Kennt man ja doch irgendwie. Oh, dieser Gegner hätte mich beinahe auch noch getroffen. Wäre nicht toll. Besonders wenn man gerade hier dieses... Der steht mir im Weg. So. Okay, da ist die Bombe. Checkpoint. So, müssen wir hier springen. Okay. Machen wir wieder so. Jetzt merke ich's. Jetzt hat's gerade eben angefangen. Es fängt an zu stocken. Weil je nachdem, wie hart es gerade ist, merke ich das auch ein bisschen. Also... Stört mich zwar da nicht, aber Hauptsache, wir können etwas sehen und wir können dadurch nämlich das Level nämlich beruhigt spielen. Ist ja nicht so, dass ich das Level hin und auswendig kenne und es machen könnte, wenn ich nix, ja, wenn das Bild komplett weg wäre. Wie ihr ja quasi ja auch dann gesehen hättet. Ich sehe dann nicht, dass ihr natürlich ebenfalls nix sehen könnt, genauso wie ich. Genau dasselbe Ding, ja, würde ich mal so meinen. Die muss ich jetzt erstmal weghauen, die beiden Gegner. Ja, Edelstein. Ist Edelstein. Drauf.
Hoffen, dass wir nicht nochmal in so eine Ähnlichkeit müssen. Okay, das ist jetzt der Geheimweg hier. Nicht wundern, wenn es gerade bei euch natürlich teilweise was auffasst. Aber die Gegner hier sind offenbar noch weiter verbreitet jetzt als im vorigen Abschnitt. Habe ich doch gerade eben einen Visier gehabt. So, den muss ich mal raushauen. Kann ich nämlich beruhigt etwas hier weiter rennen? Ja, Nitro. Diese Kiste stört mich hier gewaltig. Ja, wenigstens eine Akku-Akku-Kiste. Und hier ist eine Crash-Kiste auch noch. Wozu denn das? So hat man hier noch genüsslich eine Crash-Kiste versteckt. Hier auch. Naja, wahrscheinlich fürs Leben. Ah, nichts Besonderes, normaler Edelstein. Aber, sagen wir es mal so. Erledigt. Ist erledigt. Jetzt haben wir gerade eine kleine Zeitverzögerung, aber deutlich drin. Statten, Statten. So. Sollte das euch gefallen haben, wie immer Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. Ach, ich mach die klugen Gedöse jetzt mal wieder normal hier. Okay, ich muss Emulator Reset machen. Komplett Reset. Weil Dings ist gerade abgestürzt. Standbild. Wenigstens habe ich es gestattet. So, das ist doch wieder mal angenehmer. Naja, vollstes Verständnis bitte für den Codierer, der gerade mal Teile irgendwie ein bisschen spacken musste. Nicht jedes Aufnahmeprogramm ist wirklich sauber und das weiß ja auch wirklich jeder. So, das habe ich jetzt einmal noch in-game abgesaved. So, sollte das euch gefallen haben, wie immer. Das Abonnieren nicht vergessen, wieso ihr das Abonnieren nicht vergessen solltet, ist, damit ihr kein Crash Bandicoot The Watch of Cortex mehr verpasst, kein Spyro A Hero's Tale. Und damit ihr ebenfalls auch Bonusvideos nicht verpassen könnt, quasi, da solltet ihr euch überraschen lassen, was es dann ist im Moment. Okay, gut. Mal schauen, aber ich schaue natürlich gut, was wir dann natürlich dann als extra Zugabe natürlich machen. Weil als Relevantes habe ich schon ein paar Gedanken. Ja. Und da sollte ich meinen. Habe ja auch im Forum gesucht und da könnte sich wahrscheinlich Speedrunning oder quasi zeigen, wie man noch alte Spiele noch heutzutage noch spielen kann. Zum Beispiel wie jetzt Bandicoot The Watch of Cortex. Ja. Dürfte ich mal meinen. Könnte noch relevante Themen werden, weil von den Foren her gibt es noch ein paar gute Treffer. Also bis dahin, alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Mal.